Bis zum ersten Tor in diesem Spiel müssen sich Marseillenni und die 5600 anderen Zuschauer 14 Minuten gedulden. Doch dann bedient Colerick Bieber und der bringt die Flyers mit 1:0 in Führung. 1:0 auch das Resultat nach dem ersten Drittel. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil beide Teams beste Chancen vergeben oder wie hier Gustafsson nur die Latte treffen. Apropos Latte, die steht auch Tommy Santala nach 33 Minuten im Weg. Weiterhin sind Tore in diesem Spiel Mangelware. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der 41-jährige Martin Gerber im Klotener Tor eine starke Leistung zeigt. Sein gleichaltriger Kollege Marseillenni genießt es derweilen auf der Tribüne. Im dritten Abschnitt muss auch Gerber etwas Glück in Anspruch nehmen. Gregory Hoffmann trifft ebenfalls nur das Gehäuse. Zwei Minuten vor Schluss nimmt Lugano-Trainer Fischer ein Timeout und den Torhüter aus dem Kasten. 6-5. Und tatsächlich, von der blauen Linie trifft Chiesa zum späten Ausgleich. Es kommt zur Verlängerung und weil diese ebenfalls torlos bleibt, muss das Penaltyschießen entscheiden. Als Hollenstein anläuft, führen die Klotener bereits mit 1:0 das 2:0. Linus Klassen bereits unter Druck, doch er verkürzt auf 2:1. Santala mit der Chance zur Vorentscheidung 3:1. Nun muss Pettersson treffen. Tut er aber nicht und so holen sich die Klotener den Zusatzpunkt im Penaltyschießen.